Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Satan antwortete: Mein Herr, da du mich hast abirren lassen, so will ich ihnen wahrlich das Böse auf Erden ausschmücken. Und wahrlich, ich will sie allesamt irreführen. Außer deinen erwählten Dienern. Und der Krieg wurde seitdem gegen die Menschheit geführt. Akena und ich haben Kräfte gebündelt, um euch unsere neue Serie mit dem Titel Die Ankünfte zu präsentieren. Diese Serie ist extrem leistungsstark und beispiellos, denn sie ist mit vielen Überraschungen und extrem wichtigen Informationen gefüllt. Sie wird für dich, dem Zuschauer, Schlüsselinterviews, großartiges Filmmaterial und ein umfangreiches Bild hervorhebend darstellen. Bereiten wir uns darauf vor, unser Bewusstsein zu erweitern und unser Bestes zu tun, um diese Information zu verbreiten, damit die Menschen auf der Erde verstehen, was wirklich in der heutigen Welt geschieht. Um mitwirken zu können und ein Teil dieses Wechsels zu werden, brauchen wir jeden Einzelnen von euch. Viel Arbeit wurde in diese Serie investiert, um sie wahr werden zu lassen. Und mein Dank geht an Akinar, Freedom to you, Abdullah Hashim, If it's Allah's will, Truth, Justice, Freedom and Saif al-Din. Peace from Noriega and Akinar. Wie viele Männer wurden von der Gnade Gottes gereinigt? Und wie viele haben ihr Leben gewidmet, um den bösen Plänen Satans zu dienen? Bitte hört diese Rezitation genau zu. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. So, was ist die signifikante Bedeutung hinter diesem Vers? 20 Jahre nach der Einnahme Jerusalem wurde der Felsdom von einer Gruppe Menschkrieger beschlagnahmt, die sich die Ritter des Tempel Salomons nannten, oder einfacher der Templerorden. In Jerusalem begannen sich die Templer von den Praktiken des Christentums weit weg zu entfernen. Sie lernten die geheime Art der Kabbala, eine alte Form der jüdischen Zauberkunst, zusammen mit ihren finsteren Riten und Ritualen. Die Juden haben diese Art von Kunst von den Heiden in Altägypten gelernt, während der Zeit der Versklavung bei den Pharaonen, um sie dann zu Zeiten von Nebukadnezar in Babel weiterzuentwickeln. Im Jahre 1307 ließ König Philipp aus Frankreich sie verhaften wegen Leugnen von Jesus, Homosexualität und Götzenanbetung sowie Zauberei. Was auch immer, hat das deren Ende nicht markiert, denn was in Babel und Altägypten begann, wird nachweislich heute noch praktiziert. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Tatsächlich haben sie es jahrhundertelang weitergemacht. Aus dem Schatten heraus haben sie Hauptkriege, Revolutionen und Rezessionen gestaltet. Sie kontrollieren alles, was ihr hört, was ihr liest und was ihr seht. Sie schaffen es, ein ganzes Volk nach ihrer Denkweise zu belehren und haben Schlüsselpositionen in den Machtstellen durchdrungen.
Sie haben aus dem Schatten heraus eine neue politische Ordnung, eine neue wirtschaftliche Ordnung und am schlimmsten eine neue religiöse Ordnung geschaffen. Die Beweise für die Fundamente, die sie für die globale Kontrolle und die Ankunft des Antichrist aufbauen, sind überall um uns herum.